Hey Bruder, ja? Kennst du noch die eine aus dem Nachtclub? Na klar. Ey, die habe ich dann noch flachgelegt. Ich auch. Was? Ey, ich auch. Die geile Sau. Die aus dem Nachtclub, na klar. Die habe ich auch gefickt. Ja, Mann, bei Fitschlandspech. Ja, Mann. Oh. Wieso begingen die Täter diese grausamen Verbrechen? Ich erzähl's euch. Eines Abends saß ich gelangweilt am PC. Erstmal gecheckt, was in der Welt draußen so geht. Ein ausgebrochener Krieg, ein auf uns zukommender Komet. Egal, mal schauen, was bei Facebook so steht. Log mich ein, schau mir ein paar Profile an. Mädels posten wegen so ne Scheiße über Liebeskram. Mein Leben ist zerstört, mein Herz ist gebrochen. Mein Freund hat mich verlassen und das nach unter 3 Wochen. Okay, was soll man dazu sagen? Laut deinen Bildern auf Facebook wolltest du ihn ja verjagen. Aber scheiß drauf, jetzt bist du solo, meine Kleine. Ich hab meine Nummer verloren, dann gibst du mir deine. Und ich werde jeden Abend vor dem Schlafengehen schreiben: Nummer weitergeben? Okay, ausnahmsweise, du willst meine Titten sehen? Ich kann sie dir ja zeigen, aber eigentlich bin ich ja nicht so eine. Diese Frauen sind perfekt, haben niemals Zeit. Und man findet keine Nacktbilder von ihm im Netz. Nein, niemals. Doch dann war ich echt entsetzt. Er hat ein bisschen verletzt. Ja, wieso kennt denn jeder schon die Titten meiner Ex? Schreiben. Hey Süßer, wie geht's? Ich kann dich echt gut leiden. Wie wär's, wenn wir uns treffen? Ja, nur wir zwei zusammen. Und du reitest dann auf mir in Richtung Sonnenuntergang. Du kannst mit mir auch alles machen, was dir Spaß macht. Ich bin für alles offen, wie die Klos auf einem Rastplatz. Ich schwöre, ich spreiz nicht für jeden meine Beine. Denn eigentlich bin ich ja nicht so eine. Diese Frauen sind perfekt, haben nur mal Zeit. Und man findet keine Nacktbilder. Er hat ein bisschen verletzt. Wieso kennt denn jeder schon die Titten meiner Excalibur? Nennt sie ihren Vibrator? Denn wenn man ihn rauszieht, kommt es einem ganz schön hart vor. Und wenn man sie drauf anspricht, warum sie einen besitzt, ja, das ist nicht meiner. Nee, ohne Witz, ey, ich mach es mir nicht selbst. Sag mal, seh ich so aus? Nein, ich bin nämlich eine sehr anständige Frau. Sie schaut mich an mit der Hoffnung, dass ich es ihr glaub. Doch der Gestank dieses Vibrators holt mein Frühstück wieder raus. Das ist ekelhaft, Squirting aller Schwefelsaft. Rätselhaft, dass sie das Bakterien-Ghetto selbst noch nicht gesehen hat. Süßer, wenn du willst, kannst du mich ja mal waschen. Willst du mich verarschen? Ich würd dich mit Handschuhen nicht anfassen. Bah, was erwartest du von mir? Soll ich mit Gasmaske davor sitzen und anfangen zu polieren? Normalerweise wasche ich mich zwischen meinen Beinen. Bitte glaub mir, ich bin nicht so eine. Diese Frauen sind perfekt, haben nur mal Zeit. Und man findet keine Nacktbilder von ihnen im Netz. Nein, niemals. Doch dann war ich echt entsetzt. Er hat ein bisschen verletzt.